Vielleicht sollten wir das Ganze einmal in Partitur bringen. Das könnte ein Streichtrio sein, wobei ich mir die Bratsche hier gespart habe und stattdessen der besseren Lesbarkeit einen Violinschlüssel zusätzlich spendiert habe. So, um die Permutation ausprobieren zu können, möchte ich schon gleich versuchen, andere Stimmlagen, andere Kombinationen auszuprobieren. Vielleicht hier mal die Bassstimme nach oben legen und das könnte nach unten kommen. Das müsste jetzt funktionieren. Das wird auch garantiert funktionieren. Ja. Jetzt kommt das Wichtigste, die dritte Stimme, die eigentlich eine zweite sein soll. Das wäre das dritte Kontrasubjekt. Das ist das Thema. Das ist das zweite hier in der fast richtigen Reihenfolge eigentlich. Ja, das muss jetzt eine bewegte Stimme werden, denke ich, die sich charakteristisch dadurch auszeichnet, dass sie eben einen gewissen Bewegungsimpuls gibt. Ich fange mal mit einer initiierenden Pause auch hier an und versuche dann die Quinte des Dreiklanges zu erreichen, des G-Moll-Dreiklanges. Das C ist jetzt ein harter Durchgang zur Bachzeit, ist es absolut legitim, Durchgänge auf betonte Zeit zu setzen. Wir dürfen auch weiterhin Wechselnoten setzen, Nebennoten und so weiter. Ein S setze ich hier, weil es Bestandteil des verminderten Septakkordes ist, den Bach sicherlich als Selbstwert angesehen hätte. Also verminderter Septakkord, in dem dürfen wir springen. Und jetzt haben wir hier den D-Dur-Akkord, den ich ursprünglich wollte, mit einem kleinen Nonenvorhalt hier. Wieder so eine Art Heterolepsis-Sprung, kurzzeitig in eine andere Lage hinein. Diese verminderte Quinte darf man sicherlich melodisch tolerieren zur Bachzeit. So, D binden wir mal über. Jetzt soll G-Dur kommen als G7, als Harmonie. Da fehlt uns vor allem das H und das G eigentlich auch. So, C-Dur. Ausfiguration von C-Dur. Vielleicht sollten wir dieses rhythmische Motiv beibehalten. Wir haben hier diesen Auftakt, da auch. Als chromatische Nebennote. Fis benötigen wir jetzt und A vervollständigt, hoppla, die Harmonie G-Moll. Und jetzt D-Dur-Septklang mit Quartvorhalt. Hier hätten wir quasi jetzt die Bassklausel importiert in den Akkord. Ich möchte sie aber figurativ verstecken. So, G-Moll mit Durchgang, springen in der D-Dur-Harmonie mit kleiner None. G-Dur, aus melodischen Gründen habe ich jetzt nicht mehr alle Töne untergebracht. Das ist jetzt C-Dur mit Nonenvorhalt, aus dem weggesprungen wird. Aber die Auflösung wird nachgeschoben, dadurch gleichzeitig der Akkord dann vermollt. Das war unser C-Dur C-Moll mit Sixt A. Das Ganze hier sieht aber kontrapunktisch ziemlich sauber aus. Quinte, Quarte nebeneinander ergibt Vertauschung hier. Diese Stelle kann ein wenig problematisch wirken. Quinte, Quinte, das sind Antiparallelen. Unter anderem deswegen ist es auch gut, wenn wir hier was dazwischen schieben. Das übertüncht vielleicht ein wenig diesen Antiparallelen-Charakter. Wie klingt denn eigentlich unser neu gewonnenes Soggetto? Also das wäre jetzt ja nicht das Soggetto, aber der erste obligate Kontrapunkt, das Kontrasubjekt. Thank you.
Ja, das trägt vor allen Dingen natürlich Bewegungsimpuls zur Sache bei. Das beobachten wir in vielen Trippelfugen oder Fugen mit beibehaltenem Kontrasubjekt Bachs, dass eine Stimme Bewegungsimpuls gibt, eine andere Stimme ist charakteristisch und eine weitere Stimme beschränkt sich gerne auf kadenzielle Dinge oder Klischees. Das wäre in diesem Falle der Passus Torioscolus, der natürlich irgendwie inhaltlich belegt wäre, wenn sich das um eine echte Bachfuge handelt. Ging es hier um Leit, Kreuz? Ich weiß nicht, welche Dinge hier exemplifiziert werden könnten. Wenn das ein Text hätte, wäre der sicherlich abweichend von den beiden anderen Stimmen, werden hier vielleicht eine Fuge mit drei verschiedenen Texten. Man könnte sich das auch in einer Oper oder in einem Turbachor eines Oratoriums, einer Kantate vorstellen. Einer Passion. So, unser Stimmgefüge insgesamt. Und das können wir gleich mal in den Vertauschungen ausprobieren. Legen wir das in die Unterstimme und oben jetzt der Passus Torioscolus. Jetzt können wir auch die beiden hier gerne nochmal vertauschen, obwohl das hatten wir eigentlich schon so ähnlich. Also Funkthema mal ganz nach oben setzen. Wir könnten auch den Passus Torioscolus in die Mittelstimme setzen und und. Also alle Vertauschungen werden hier mit Sicherheit funktionieren. Wenn wir nochmal ganz aufmerksam alles hier durchgehen. Quinte, Quarte ist aber unproblematisch. Hier wird bei Umkehrung eine Quarte angesprungen. Das ist hier unten. Nicht? Im Bachschen Kontrapunkt fällt das nicht weiter auf, weil wir insgesamt hier den Dominant-Septklang hören. Also diese winzige Quartwirkung stört nicht, ist also erlaubt, also vertauschbar. Durch den hohen Figurationsgrad und die Erlaubnis von diversen Dissonanzfiguren, Durchgängen, Wechselnoten sind auch möglich, Nebennoten an- und abspringend und so weiter. Vorausnahmen lässt sich also im Bach-Stil relativ einfach eine solche Permutationsfuge schreiben. Das ist unser Schema, unser Entwurf, und wir können die Stimmen nun zyklisch miteinander vertauschen. Wir können eine Stimme nun für den Stimmeinsatz vorsehen. Ja, überhaupt sollten wir jetzt an die Komposition der eigentlichen Fuge gehen, wieder für Tasteninstrument. Also aus diesem Partiturschema breche ich dich jetzt mal aus. Da habe ich schon eine Klavierpartitur vorbereitet. Schauen wir mal, wie das geht. Man beginnt Einsätze gerne mit der Mittelstimme. Ich schlage vor, dass das jetzt hier die Altstimme wird, die den ersten Dux-Einsatz hat. Mutterseelen allein natürlich. Und dann könnte sich im Idealfall in diesem 1, 2, 4, 5. Takt bereits ein Komis-Einsatz anschließen in einer der beiden anderen Stimmen. Wenn wir mal dabei sind, können wir hier eigentlich in der Oberstimme gleich das Vorsehen. Komis-Einsatz in der Oberstimme. Ich versetze alles eine Quinte höher. Muss ich hier tonal beantworten? Nein, vermutlich nicht. Copy. Na, so geht es ja nicht. Oder doch? Natürlich. So, das Ganze verschiebe ich in die erste Stimme und setze alles eine Quinte höher. Aber ist rhythmisch was falsch. So ist es richtig. So, Quinttransposition aus A wird jetzt hier natürlich E, B wird F, C wird G, D wird A. Das ist alles in Ordnung. Und der letzte Einsatz. Der letzte reguläre Einsatz wieder in der Unterstimme. Diesmal in der Bassstimme. Soweit, so gut. Ich wollte einen überzähligen Einsatz schreiben. Ja, der käme jetzt wahrscheinlich wieder in der Altstimme. Die hat am längsten pausiert inzwischen und würde wieder eine Komisform beinhalten. Wobei es vielleicht auch nicht ungünstig wäre, wenn wir
diesen Komis-Einsatz nicht in die Alt, sondern quasi in eine Tenorlage legen würden. Also wir täuschen vor eine, wenn man so will, vierstimmige Fuge, indem wir die Altlage, die Sopranlage, die Basslage und jetzt ein letztes Mal die Tenorlage hier im unteren Klaviersystem bedienen. Das meine ich. Ja. Das wäre jetzt noch die zweite Stimme, dass ich das doch einfach alles mal. So, das ist das Einsatzschema.